Und dann gehst du tiefer in die Statistik, heißt es so, der Direktor, der funktioniert einwandfrei, nur das Gebäude ist halt irgendwie dick im Sack, weißt du, weil da müsste mal renoviert werden. Ja. So ein Atomkraftwerk hat ja auch mehrere Ebenen, also mehrere Sicherheitszonen so gesehen. Fände ich voll geil, wenn er nicht so wäre, weil es nimmst du einfach so Bohrer mit, wo es ein Loch in die Wand ist und ein Guckloch in den Reaktor. Ja, strahlt einfach raus. Wenn sich die Landesregierungen von NRW und Rheinland-Pfalz zusammentun, ja, ihr Militär bündeln, können die dann Belgien erobern? Was haben wir denn? Welches Militär denn? Auf Landesebene. Einfach die Bundeswehrstützpunkte einfach dann quasi übernehmen. Ja, weißt du, Militärstützpunkt Germania Wemp oder so. Ja, greift müssen an. Sie halt dann sich halt einfach mal holen, dann putscht man halt ein bisschen gegen die Mauer. Belgien willst du gar nicht haben, das ist ein Wirtschaftsblock. Ja, natürlich will ich Belgien nicht haben, ich will halt einfach nur erobern, damit ich sagen kann, ich drücke jetzt den Knopf zum Abschalten. Punkt aus, ja, Ende, da gehe ich wieder. Und dann mache ich den Knopf kaputt, dann können sie nicht mehr anmachen. Jay, das Witzige bei Atomkraftwerken ist, du kannst sie nicht abschalten. Ja, dann bringe ich halt das nach Frankreich. Nein, kannst du auch nicht. Doch, klar. Doch. Gut, dann erober ich halt auch noch Frankreich mit meinen Truppen dann von Belgien und Rheinland-Pfalz. Du kannst nicht aktives Material aus dem Reaktor nehmen. Hat Frankreich nicht Atombomben? Oh, Sepp, jetzt machen wir doch nicht einen Strich. Ja, schieß aber rüber. Aber wir haben keine. Nein, wir haben keine. Wir haben keine eigene. Was wäre, Sebastian? Manche Leute würden sagen, das ist ganz gut. Was wäre denn, wenn ich jetzt einfach schon mal präventiv dann Belgien erobere und dann quasi schon mal so einen Betondeckel drüber setze? Das bringt... Wir könnten eine Guerillataktik machen. Statt Belgien anzugreifen, greifen wir als allererstes alle Atomsilos von Frankreich an, bringen ihn in deutschen Besitz... Und schießen auf die Ausstand. Oh, das ist clever. Das ist die beste Idee. Wir machen die Trump. Entweder machen wir die Trump-Taktik, dass wir eine so hohe Mauer bauen, dass der Wind einfach nicht mehr nach Deutschland reinkommt. Oder wir stellen sämtliche Windkraftanlagen. die müssen dann aber pusten, ja. Das ist halt ein bisschen blöd noch. Wir bauen dann einfach mehrere Atomkraftwerke, die dann Richtung Belgien pusten. Ja. Also wenn es passiert, ja, wenn da wirklich was passiert, lieber Aachener und alle, die hier in NRW wohnen, ja, sollte wirklich was passieren, erst die Tablette schlucken und dann die Ventilatoren aus dem Keller holen, draußen aufstellen und Richtung Belgien zeigen. Voll nice. Das ist Solidarität. Jeez. Da werden wir retten mal wieder Deutschland. Heute wird zurückgeföhnt. Oh Mann, ey. Ja, natürlich, da kannst du auch richtig geil verschleiern, weil während der Bauphase sagst du einfach, ja, nee, wir wollen einfach nur die Windkraft toben und hier ist riesig, richtig gutes Gebiet dafür. Komischerweise genau die belgische Grenze, da steht dann so einfach die ganzen Windkraftanlagen so in 2 Meter Abstand in 20 Reihen hintereinander. Ja, hier ist einfach effektiv. Geile Idee.